Es ist ein heißer, sonniger Tag in Car City. Und absolut jeder ist heute am Strand. Das hört sich nicht gut an. Es sieht aus, als wäre allen zu heiß. Es ist sogar zu heiß zum Spielen. Eigentlich sollte Carrie mit Eiscreme hier sein. Flavie, der Tieflader, hat genug. Carrie, das Süßigkeitenauto, ist noch nicht am Strand angekommen. Es sieht so aus, als wäre Carrie nicht zu Hause. Carrie ist verschwunden. Mi Baba? Vielleicht finden wir ja ein paar Hinweise. Aha. Oh. Vanille-Eiscreme, was? Mhm. Großartige Idee, Matt. Vielleicht kann Hector von oben ja etwas erkennen. Schon was entdeckt, Hector? Ich glaube, das ist sie. Auf geht's, Matt. Carrie hat vergessen, gestern Abend die Eiscreme in den Tiefkühler zu legen. Und jetzt ist sie geschmolzen. Sie glaubt, dass jetzt alle böse auf sie sind. Das ist richtig, Matt. Ganz egal, was für ein Problem man hat, man sollte mit jemandem darüber reden. Weglaufen ist keine gute Idee. Ist okay, Carrie. Ich bin sicher, dass alle dir vergeben. Hallo? Das ist Frank. Ihr Leutchen braucht eine Abkühlung. Mama! Appetit! Du hast eine großartige Idee? Jetzt kann jeder einen sonnigen Sonntag am Strand genießen. Vielen Dank, Streifenwagen.
Tschüss zusammen, wir sehen uns. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen, ihr Kleinen. Spielt ihr hinterherfahren? Warum macht ihr so lange Gesichter? Oh, ihr solltet heute eigentlich ins Spaßbad fahren, aber es ist geschlossen. Das ist wirklich schade. Es ist schon fast zu heiß, um draußen zu spielen. Warum ruft ihr nicht Supertruck? Dem fällt bestimmt etwas ein. El Pipapo? Hey Karl, Lilly wollte die Kleinen zum Spaßbad bringen, aber es ist heute geschlossen. Oh? Es ist so heiß draußen. Kannst du helfen? Großartig. Auf geht's. In was wirst du dich heute verwandeln, Karl? Wow, Supertruck! Du bist wie ein Spaßbad auf Rädern! Auf geht's! Seid ihr auch alle mit Sonnencreme eingeschmiert? Supertruck ist hier und er hat eine Überraschung für euch. Da ihr heute nicht ins Spaßbad könnt, hat er das Spaßbad zu euch gebracht. Zeit für ein bisschen Spaß, ihr Kleinen. Dann kühlt euch mal ab. Auf die Plätze. Fertig. Los. Was für ein toller Tag das war. Vielen Dank, dass du uns so viel Spaß gemacht hast, Supertruck. Oh,
Habt Spaß in der Sonne alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Tina. Gutes Buch? Vielleicht solltest du doch lieber nach vorne... Ach du liebe Güte. Alles in Ordnung? Die Pfeife war für Lord Byron? Hey, schau mal. Hier kommt Troy. Vielleicht kann er ja helfen. Hey, Troy. Tina hat einen Unfall und sie hat eine Lieferung für Byron verloren. Hast du da eine Idee? Guter Gedanke. Mal schauen, was Teddy einfällt. Wir sind gleich zurück, Tina. Hallo, Teddy. Entschuldige, dass wir dich beim Essen stören, aber wir haben ein Problem. Kannst du uns helfen? Tina ist entgleist und eine Tabakpfeife, die sie an Lord Byron liefern sollte, ist in den See gefallen. Kannst du helfen? Fantastisch. Danke, Teddy. Na dann los. Ich verstehe. Du bist ein Rettungsschwimmerzug. Auf geht's! Hallo, Tina. Troy ist auf dem Weg. Was tust du? Oh, oh. Oh, oh. Beeilung, Troy. Tina ist reingefallen. Schnell, wirf ihr den Ring zu. Vielen Dank für deine Hilfe, Troy. Das war Rettung in letzter Sekunde. Puh, wir sind froh, dass es dir gut geht, Tina. Aber das war wirklich zu gefährlich. Nächstes Mal warte bitte, bis die Rettungsschwimmer hier sind. Na dann bringen wir mal die Pfeife zu Lord Byron. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Oh.
Guten Morgen. Was für ein wunderschöner Sommertag. Der perfekte Tag, um einen Drachen fliegen zu lassen. Schau, klein Penny. Deine Mama lässt den Drachen steigen. Ist das nicht cool? Penny, pass auf! Oh nein! Alles in Ordnung, Penny? Naja, so kommst du nicht mehr weit. Wir rufen besser Tom. Guten Morgen, Tom. Hallo, Klein-Tom. Wow, das sieht mir nach einem anstrengenden Training aus. Jetzt, wo wir Sommer haben, kannst du deine Muskeln zeigen. Entschuldige die Störung, Tom. Aber Penny ist in eine Baumkrone geflogen und hat einen Crash auf der Landebahn hingelegt. Sie ist nicht verletzt, aber ein bisschen beschädigt. Kannst du ihr helfen? Großartig, auf geht's. Ja, Penny hat einen Drachen steigen lassen. Das macht so viel Spaß, nicht wahr? Hallo, Klein Tom. Penny hat beim Fliegen einen Drachen steigen lassen und hat nicht aufgepasst, wo sie hingeflogen ist. Ihr Drachen ist in einem Baum. Das ist eine ganz schöne Beule. So ist es besser. Was kommt als nächstes, Tom? Sieht so aus, als wäre auch eins von den Rädern ein bisschen verbogen. Jetzt müssen wir noch deine Triebwerke von den Blättern säubern. Bitte schön, so gut wie neu. Vielen Dank, dass du Penny heute repariert hast, Tom. Klein Tom hat noch etwas für dich, Penny. Vielen Dank, Klein Tom. Penny nimmt ihn mit nach Hause und benutzt ihn, wenn sie am Boden ist, nicht beim Fliegen. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Oh nein, Susie! Jemand sehr Unachtsames hat den Mülleimer umgekippt und den ganzen Müll auf dem Strand liegen lassen. Wer auch immer das getan hat, hat den ganzen Strand vermüllt. Großartige Idee.
Die Streifenwagen werden den Schmutzfink schon finden. Hey Leute, wir brauchen eure Hilfe und zwar schnell. Jemand Unachtsames hat Mülleimer am Strand umgekippt und jetzt ist er für alle verdreckt. Könnt ihr den Täter finden? Großartig! Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, Streifenwagen. Wie ihr sehen könnt, ist der Strand total vermüllt. Und wir müssen herausfinden, wer das war und diesen dann aufhalten. Gute Idee. Hector wird mal die Wasserlinie abfliegen. Matt wird die Nordseite des Strandes untersuchen. Und Frank schaut sich mal den südlichen Pier an. Keine Sorge, Susie. Die Streifenwagen nehmen sich der Sache an. Hast du gesehen, wie jemand Mülleimer am Strand umgekippt hat, Bobby? Na, habt ihr Spaß beim Fußballspielen, Christopher und Billy? Ihr zwei habt nicht zufällig gesehen, wie jemand Mülleimer am Strand umkippt? Dann müssen wir wohl weitersuchen. Oh, hallo Dane. Schöner Tag, nicht wahr? Genießt du das Meer? Frank sucht nach einem Schmutzfink, der die ganzen Mülleimer umkippt und damit den Strand für alle verdirbt. Hast du ihn gesehen? Das ist eine gute Idee, Frank. Wenn wir den Schmutzfink nicht finden, dann sollten wir einfach den Strand wieder sauber und schön machen. Wow, der Strand sieht wieder richtig toll aus. Es ist wirklich wichtig, dass man seinen Müll immer wegräumt. Im Park, im Haus und natürlich auch am Strand. Ja, es ist wirklich eine Schande, dass wir den Schmutzfink nicht gefunden haben. Dane, der Schmutzfink warst du. Ist schon okay. Es war einfach ein Unfall und Unfälle passieren. Hey Leute, wollt ihr auf dem Spielplatz spielen? Es könnte vielleicht ein bisschen zu nass sein, um zu spielen. Du hast recht, Klein Matt. Es sollte doch eigentlich Sommer sein.
Das ist wirklich nervig mit dem Regen. Ja, ich weiß, Supertruck kann eine Menge Sachen. Aber glaubt ihr wirklich, er kann das Wetter ändern? Das ist richtig, Klein Tom. Das werden wir nicht wissen, bevor wir nicht gefragt haben. Leute, wartet hier. Klein Tom ruft Supertruck. Hey, Karl, das tropft aber ordentlich in deine Wohnung rein. Aber du wirst es reparieren. Schließlich bist du Supertruck. Karl, der Spielplatz ist ganz nass. Und die Kleinen können dort nicht spielen. Ich weiß, es ist ganz schön schwer, das Wetter zu ändern. Aber könntest du es vielleicht versuchen? Großartig. Vielen Dank, Karl. In was für eine Art von Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Karl? Wow! Ein Sommerzug! Das ist eine brillante Idee! Wow! Das ist eine coole Verwandlung! Auf geht's zum Spielplatz! Hallo nochmal, Leute. Seid nicht traurig. Supertruck ist auf dem Weg hierher. Schaut, hier ist er schon. Klein Frank hat recht, Supertruck. Es ist zu nass, um zu spielen. Und sogar wenn der Boden trocken wäre, dann würde es ja trotzdem regnen. Kannst du helfen? Ein Laubbläser? Du meinst wirklich, der könnte helfen? Das ist eine perfekte Idee, Supertruck. Aber um die Wolken wegzublasen, reicht das noch nicht. Wow, Supertruck. Das war wirklich beeindruckend. Die Sonne ist rausgekommen. Du hast recht, Klein Tom. Der Spielplatz ist immer noch nass. Es macht keinen Spaß zu spielen, wenn alles voll mit Wasser ist. Supertruck, hast du da vielleicht eine Idee? Wow! Der Spielplatz trocknet. Hervorragend, Supertruck. Das ist perfekt, Supertruck. Der Regen hat aufgehört und alles ist trocken. Vielen Dank. Und wieder mal eine Aufgabe perfekt erledigt, Supertruck. Vielen, vielen Dank.
Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wie ich sehe, trainierst du für das große Rennen in Car City nächste Woche. Also in dieser heißen Sonne solltest du wirklich vorsichtig sein und... Autsch! Das sah schmerzhaft aus. Alles in Ordnung? Jerry, ich denke, du solltest... Ich glaube, du brauchst Hilfe. Entschuldigt, dass ich euch bei eurem Spaß unterbreche, Leute. Aber Jerry ist in Schwierigkeiten, oben am Berg. Könnt ihr ihm helfen? Großartige Idee, Tom. Damit können wir die ganzen scharfen Steine aus Jerrys Lack entfernen. Schön ruhig, Jerry. Lass Tom seine Arbeit machen. Großartige Idee. Jerry braucht jede Menge Seife. Kitzelt das, Jerry? Was kommt jetzt, Leute? Großartige Idee, Tom. Wir können ja Jerry nicht so eingeseift lassen. Vorsicht, Jerry. Sonst bekommst du Seife in die Augen. Wow, Jerry. Du siehst schon viel besser aus. Aber ich glaube, Tom ist noch nicht fertig mit dir. Könnt ihr da was machen, Leute? Diese Kratzer sehen ziemlich übel aus. Ihr verpasst Jerry eine schöne glänzende Wachspflege? Guter Gedanke. Wow, Jerry, wie fühlst du dich? Exzellente Idee, Leute. Der Wachs wird erstmal trocknen müssen. Du siehst großartig aus, Jerry. Und du fühlst dich auch großartig, wie ich sehe. Warte mal, Jerry. Wo willst du hin? Ich schätze mal, einige sind einfach unbelehrbar. Viel Glück bei deinem Rennen, Jerry. Tschüss. Die Streifenwagen. Hallo Jungs. Ein toller Strandtag, nicht wahr? Wow! Bobby ist wirklich großartig. Hallo, Hector ist ja auch hier. Hallo, Hector. Willst du dir die Show ansehen? Ich glaube, er springt gleich wieder. Schaut euch das an. Oh oh, Bobby steckt fest. Keine Sorge, Bobby. Wir kriegen dich da raus. Gute Idee.
Du holst besser den Rest der Streifenwagen, um Bobby zu helfen. Beeilung, Hector! Hey Jungs! Bobby hat einen Unfall. Er steckt am Strand fest. Könnt ihr helfen? Okay, auf geht's! Beeilung! Keine Sorge, alle zusammen. Die Streifenwagen werden hier ganz schnell eine Lösung finden. Dein Wasserstrahl ist wirklich stark, Frank. Das könnte klappen. Ach du liebe Güte, das war wirklich ein guter Versuch, aber Bobby steckt immer noch fest. Was machen wir jetzt? Großartige Idee. Wenn man einen der Felsen entfernt, ist Bobby wieder frei. Hector, schaffst du das mit deinem Haken? Das sieht schwierig aus. Keine Sorge, Hector. Probier es einfach nochmal. Großartig. Du hast ihn. Jetzt zieh mit aller Kraft. Es klappt, Hector. Der Felsen bewegt sich. Oh, Matt packt auch mit an. Keine Sorge, Bobby. In 0,0 haben sie dich befreit. Okay, wenn Frank jetzt auch noch mit aller Kraft anpackt, dann könnt ihr den Felsen rausziehen. Bereit, Frank? Ihr schafft es! Wow! Fantastisch! Gut gemacht, Streifenwagen! Ihr wart die Rettung! Tschüss zusammen! Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns! Der Bautrupp. Hallo, kleiner Jerry. Wie geht's dir heute? Du hast recht. Es ist ein fantastischer Tag für einen Strandbesuch. Wir haben zwar keinen hier, aber ich wette, die Truppe kann das ändern. Hervorragend. Klein Jerry, hast du vielleicht einen Bauplan, nach dem wir arbeiten können? Das ist der perfekte Platz für einen Strand. An die Arbeit, Jungs! Okay, Truppe. Folgendes muss erledigt werden, um diese Mission abzuschließen. Erster Schritt: den Boden mit Sand bedecken. Zweiter Schritt: 5 Löcher ausheben. Dritter Schritt: 5 Palmen pflanzen.
Wow, es sieht so aus, als würden sich die guten Nachrichten schnell verbreiten. Ihr fangt besser an, Truppe. Edgar, kannst du dir diese Sandsäcke schnappen und sie auf Edgars Ladefläche tun? Jetzt musst du den Sand nah am Wasser abladen, damit ein Strand daraus wird. Oh nein, Ethan. Mehr Sand haben wir nicht. Was sollen wir jetzt tun? Ich habe eine Idee. Wir rufen Hector den Helikopter. Vielleicht hat er noch Sand für uns. Hallo, Hector. Der Bautrupp braucht deine Hilfe. Kannst du zum Flussufer kommen und Sand mitbringen? Toll, dass du da bist, Hector. Ethan hat keinen Sand mehr und wir brauchen welchen, um das Ufer zu bedecken, damit daraus ein Strand wird. Kannst du uns den Sandsack geben, den du trägst? Großartige Arbeit. Jetzt wird es langsam ein Strand, Jungs. Alles klar, nun müssen die Palmen gepflanzt werden. Edgar, du hebst die Löcher aus. Und Charlie, du kannst dann die Bäume reintun. Ach du liebe Güte, pass auf, dass der Baum nicht weggeblasen wird. Gut reagiert, das war knapp. Ethan, kannst du die Löcher wieder mit Erde füllen? Großartige Arbeit. Ihr macht das super, Truppe. Das geht doch schon ordentlich vorwärts. Ihr habt es geschafft. Ihr habt toll zusammengearbeitet. Der Strand sieht perfekt aus. Hey, Truppe, was habt ihr denn da drüben vor? Hallo, Klein Jerry. Es sieht so aus, als wärst du bereit für einen Tag am Strand. Was hältst du von der Arbeit, die die Truppe geleistet hat? Oh, toll. Wir sind so froh, dass du ihn magst. Die Truppe hat noch eine Sandburg für dich gebaut. Gut gemacht, alle zusammen. Seht ihr, wir schaffen alles, wenn wir als Team zusammenarbeiten. Und danke nochmal für deine Hilfe, Hector. Bis später. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Carrie. Was hast du heute vor? Du bringst Süßigkeiten zum Spielplatz? Das ist großartig. Hallo, Gary. Wie geht es dir heute? Du sammelst Müll? Das ist großartig, Gary. Es ist sehr wichtig, Car City sauber zu halten. Was ist los, Gary?
Du kannst deine Räder nicht bewegen? Sie stecken fest? Wieso? In Kaugummi? Oh nein! Hey, Carrie! Halt mal an! Ich glaube, wir haben ein Problem. Da ist Kaugummi überall auf der Straße. Keine Sorge, Carrie. Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Tom! Hey, Tom! Carrie, das Süßigkeitenauto, und Gary, das Müllauto, haben Schwierigkeiten. Kannst du ihnen helfen? Sie sind in der Nähe vom Spielplatz. Hallo zusammen. Hier kommt Tom. Wo kommt das Kaugummi her, Tom? Da ist ein Leck in Carries Kaugummitank. Das sollten wir besser stopfen, bevor noch mehr Kaugummi auf die Straße läuft. Klebeband? Großartige Idee. Das sollte das Loch erstmal stopfen. Sollen wir Carrie jetzt in die Werkstatt bringen, Tom? Nein? Warum nicht? Du hast recht, Tom. Wir müssen als erstes die Straße von dem Kaugummi säubern und dann Gary wieder flott machen. Fällt dir jemand ein, der helfen könnte? Frank! Hey, Frank! Tom, der Abschleppwagen braucht deine Hilfe. Kannst du schnell mal kommen? Er ist in der Nähe vom Spielplatz. Hier lang. Hallo zusammen. Hier kommt Frank. Frank, könntest du deinen Wasserstrahl benutzen, um die Straße zu reinigen? Großartige Arbeit, Frank. Bis bald. Jetzt müssen wir Gary aus diesem klebrigen Kaugummi rausziehen. Fantastisch. Jetzt kann Gary wieder an die Arbeit gehen. Tschüss, Gary. Großartige Arbeit. Wie willst du das Leck dicht bekommen, Tom? Ein Schweißgerät. Gute Idee. Ist das alles, was wir brauchen? Eine Schutzbrille, natürlich. Mach es schön dicht, damit kein Kaugummi mehr auf die Straße laufen kann. Hervorragend. Gibt es noch etwas, was wir für Carrie tun können, Tom? Was ist in dem Behälter, Tom? Kaugummi? Großartige Idee. Damit kann Carrie mehr Kaugummi herstellen. Dann befüllen wir jetzt Carries Kaugummitank. Fühlst du dich besser, Carrie? Können wir noch etwas reparieren, Tom? Gute Idee. Lass uns all das ausgelaufene Kaugummi wegputzen. Ein Schwamm? Perfekt. Putz all das Kaugummi weg.
Gut gemacht, Tom. Carrie sieht so gut wie neu aus. Kann sie zurück an die Arbeit? Was ist das? Eine Süßigkeit? Ich denke, Carrie will sich bedanken, Tom. Tschüss, Carrie. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Troy, der Zug ist heute richtig gut drauf. Hallo, Troy. Warum bist du so glücklich? Du warst gerade an der See? Und wo willst du jetzt hin? Wow, was für ein toller Tag. Erst warst du am Strand und jetzt kommt Tom mit seinen Farben vorbei. Hast du ein Glück? Hallo, Tom. Du suchst noch die Farben für Troy aus? Du weißt noch nicht, in wen du ihn verwandelst? Vielleicht kannst du ihn ja in ein Wasserwesen verwandeln. Er ist gerade erst zurückgekommen vom Strand. Tom, bist du sicher, dass du das brauchst? Ja, das sieht schon besser aus. Gute Idee. Mit schwarzer Farbe kannst du auch ein paar Details malen. Vielleicht solltest du den dicken und den dünnen Pinsel mitnehmen, nur für den Fall. Großartig. War das jetzt alles? Aber natürlich, die Stickerbox. Was ist da drin? Flossen? Verwandelst du Troy in einen Hai? Tom wird dich in einen Hai verwandeln, Troy. Schau, er hat sogar eine Hai-Nase. Tom sagt, er muss dich einmal rundherum mit der Grundfarbe anmalen. Du kannst deine Augen jetzt wieder öffnen, Troy. Die nächste Farbe ist nur für deinen Bauch. Jetzt noch ein paar Details. Was ist denn das, Tom?
Oh, das sind die Kiemen. Damit können Haie und andere Fische atmen, Troy. Wusstest du das? Und jetzt kriegst du von Tom noch ein paar besondere Zeichnungen. Du siehst großartig aus, Troy. Aber irgendetwas fehlt noch. Tom hat recht. Du brauchst noch die Haiflossen. So ist es besser. Du siehst fantastisch aus, Troy. Ich wette, du willst jetzt los und dein neues Aussehen herumzeigen, nicht wahr? Das hört sich toll an. Tom, Troy wird zurück zum Strand fahren. Hast du Lust mitzukommen? Du hast recht. Ihr Jungs werdet Sonnenbrillen brauchen. Ich wünsche euch einen tollen Tag, Jungs. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Was für ein schöner Anblick. Cindy tanzt am Strand. Hast du Spaß, Cindy? Du machst die Fische im See nach? Vielleicht kann Tom dich ja in seiner Lackierwerkstatt in sowas Ähnliches wie einen Fisch verwandeln. Hey Tom, was machst du gerade? Du kreierst eine Regenbogenfarbe? Cool! Cindy schaut vorbei, Tom. Großartige Idee. Cindy, würdest du gerne eine Meerjungfrau werden? Ja, Cindy, du musst die Schutzbrille aufsetzen, bevor Tom mit dem Malen beginnt. Okay, dann seien wir mal kreativ. Wow, das ist fantastisch. Du kannst wirklich stolz sein, Tom. Da ist dir etwas ganz Besonderes gelungen. Ich bin gespannt, wie du die Schuppen der Meerjungfrau machen willst. Das sieht super aus, Tom. Was ist denn in der Kiste, Tom? Ein paar Muscheln? Z
Cindy, du wirst wirklich eine sehr schöne Meerjungfrau. Das ist wirklich wunderhübsch, Tom. Natürlich bekommst du auch noch einen Meerjungfrauenschwanz. Wundervoll. Was für eine Verwandlung. Schnell zurück an den Strand und hab ordentlich Spaß. Vielen Dank, Tom. Wir sehen uns. Cindy, du solltest auf jeden Fall schwimmen gehen. Du siehst so hübsch aus, Cindy. Viel Spaß!